Hallo zusammen. Nein, ich bin nicht müde, Magde. Ich wollte nur mal eine andere Begrüßung machen. Es gibt jetzt noch einen Disclaimer, Nico Facker. Und der ist um einiges besser als XT-Video. Herr Rode, übrigens ein Mitglied vom Kanal Disclaimer Fake, ist, wie ich mitbekommen habe, der Name des Disclaimer Fake passt auch ziemlich gut zu dem, was er gemacht hat. Wenn ihr es nicht wisst, guckt mein letztes Video. Egal, zurück zum Thema. Das da ist der neue Disclaimer Nico Facker, der sich als sich ausgibt. Bei ihm könnte man es vielleicht noch glauben, weil er das gleiche Profilbild wie ich hab. Aber an einer Sache kann man sehen, dass er der Faker ist. Er hat null Ebus, wie man sehen kann. So erkennt man, dass er der in Tomaten getoastete und im Ofen gebratene Pizza ist.